Hast du gleich noch mal so ein paar Minuten, wo wir vielleicht ein bisschen ungestörter reden können? Gerne. Ich habe das Gespräch mit Elsa gesucht, weil ich das Gefühl hatte, dass sie beim letzten Mal sehr emotional war. Und da wollte ich noch mal nachfragen, wie es ihr einfach geht. Bitte. Mein Bett. Darfst sitzen, wenn du magst. Ja, dann musst du dich aber auch dazusetzen, oder? Ich sitze alleine sitzen. Also? Nein, geht's dir gut? Du warst mir jetzt mal so ein bisschen angespannt, deswegen ja. Muss ich noch fragen. Ich bin sehr an den Grenzen meiner Energie. Und wenn ich mir dann so vorstelle, so, keine Ahnung, du bist mit der Person, du bist mit der Person, du bist mit der. Und ich weiß so, im echten Leben wärst du niemals dieser Mensch, der so mit so vielen Frauen ist. Und es ist trotzdem so ein Muss hier gerade, vielleicht auch für dich. Das kann ich nicht sagen, wie es dir damit geht, das müsstest du mir sagen. Und es ist so irritierend. Ja, für mich ist das auch mega schwierig da. Richtiges Playgirl hier, so viel Weimar. So eine bist du. Na, deswegen bin ich hier. Und so habe ich, also so schätze ich dich halt eigentlich gar nicht an. Und so bist du auch nicht. Ja, ich spüre zu Elsa schon eine Anziehung, einfach wenn sie im Raum ist. Und gerade wenn sie dann so neben mir sitzt und ich so in ihre blauen Augen gucke, habe ich schon auch das Bedürfnis, ja, ihr nah sein zu wollen. Du kannst bei dir bleiben hier. Ja, es ist halt eine Herausforderung, aber für uns alle. Man lernt, ne? Zum einen ist es natürlich schön, wenn wir uns nah sind, wenn wir uns küssen. Und zum anderen, ich kann gar nicht sagen, vielleicht hat sie ja gestern noch Sarina geküsst oder vielleicht küsst sie morgen wieder jemand anderes. Ich glaube, ich kann das alles gar nicht so krass schwer gewichten, weil man nicht weiß, wie ernst es eigentlich ist.